Hallo, das ist Leslie, eine der Produzentinnen von Assassin's Creed Unity. Sie und das Team freuen sich darauf, die Weltpremiere des Koop-Modus vorzustellen. Zum ersten Mal werden sie mit bis zu 4 Freunden in die offene Welt von Paris eintauchen und eine der gewalttätigsten und chaotischsten Zeiten der Menschheitsgeschichte erleben, die Französische Revolution. Die heutige Mission spielt zu Beginn der Französischen Revolution. 4 fähige Assassinen müssen zusammenarbeiten und den belagerten königlichen Palast infiltrieren. Ihr Ziel ist es, den Marquis, einen korrupten Adligen, der Nahrung hortet, zu töten. Wir haben die Stadt Paris als echte offene Welt konzipiert, die Sie und Ihre Freunde erforschen können. Das Ergebnis ist ein urbaner Spielplatz, der Ihrem Forscherdrang keine Grenzen setzt. Er bietet übergangslose Innenräume, ein großes Untergrundgebiet und eine Stadt von monumentalen Ausmaßen. Der Mob verlangt Rache. Unitys neue Menschenmassen bestehen aus tausenden aktiver KIs. Sie reagieren auf den Spieler und aufeinander und ziehen sie damit noch tiefer in die Spielerfahrung. Sie können Kettenreaktionen zu ihrem Vorteil nutzen. Zusammenarbeit ist der Schlüssel beim gemeinsamen Spielen. Sein Luftattentat bewahrte mich davor, entdeckt zu werden. Entdeckt zu werden führt zu einer völlig anderen Erfahrung und einem anderen Ergebnis. Die Attentate auf die Wachen veranlassten die Menge dazu, den Palast mit Gewalt zu stürmen. Diese riesigen Menschenmengen sind nur ein Teil der Einwohner von Paris. Rivalisierende Fraktionen kämpfen um die Vorherrschaft in den Straßen. Während wir den Palast durch das Vordertor betreten, finden 2 Freunde einen anderen Weg hinein und helfen uns gerade zur rechten Zeit. Unitys Online-Erfahrung zeigt seine Stärke vor allem in diesen sekundenschnellen Momenten, nämlich wenn wir unsere Freunde retten, es schaffen, nicht entdeckt zu werden oder im Kampf alles geben. Das ist unser Ziel. Es wird streng bewacht. Wir sollten den Palast weiter erkunden und nach einer besseren Möglichkeit zum Zuschlagen suchen. Zum Glück hat einer unserer Freunde seine Fähigkeiten mit dem Dietrich dazu eingesetzt, um einen alternativen Weg zu öffnen. Neben zufälligen Elementen wie den Wachen, Orten, Wegen und Belohnungen sorgt diese Freiheit dafür, dass jedes Durchspielen anders ist. Das war knapp. Ich wäre fast von diesen beiden Wachen entdeckt worden, aber mein Freund hat sie zuerst erwischt. Ich erwidere den Gefallen, indem ich den letzten mit meiner neuen heimlichen Waffe, der Phantomklinge, erledige. Dieser Hof nennt sich Jardin du Luxembourg. Er ist einer von vielen historischen Orten, die Sie im Spiel entdecken können. Von der Kathedrale Notre-Dame bis hin zu den gruseligen Tunneln in den Katakomben werden Sie Paris erleben, wie Sie es nie zuvor gesehen haben. Thank you all for coming. Despite the poor sports outside, our illustrious host, the Marquis, wishes to assure you that the rabble outside can cause us no harm. Mit Freunden zu spielen bedeutet, dass auch die Kämpfe kooperativ, ausgefeilter und herausfordernder sein werden. Sie können große Gebiete einnehmen, planen, Strategien entwickeln und gemeinsam schlimmere Bedrohungen ausschalten. Darum geht's. Erleben Sie das Chaos der Französischen Revolution mit Ihren Freunden in Assassin's Creed Unity.